hoffe, dass wir einen wieder anlocken und dann wieder ganz komplett rausrennen. Das ist eine gute Strategie. Aber bitte ohne Sterben für mich. Ja, generell sterben für alle nicht. Also nur für die Spinnen. Das scheint ein Feigling-Spinn zu sein. Nein. Rückzug! Ah, die kommt nicht. Oh doch, da kommt ein Pfeil auf uns zu. Rechts kommt was. Oh, fuck. Triffst du ihn noch? Oh, er hat sich geheilt. Ich musste gerade meine Munition wechseln. Oh! Entschuldigung, du bist mir in den Schussbahn geraten. Ja, ist eng. Oh, danke für den Pfeil. Wir haben sie gleich. Aua! Wo ist sie hin? Aua! Hilf mir! Please help! Willow! Hey. Warum macht er das nicht? Willow. Jetzt. Well. Und heilen, heil dich. At least it's clean. So, ich nehme erstmal hier wieder Smoothies daran. Oh, Rückzug, Rückzug, Rückzug! Gott sei Dank, die ist weg. Ich würde mal die Pfeile aufsammeln hier und die Spinne muss mal weg. Spinne habe ich. Ja, durch die ganzen Pfeile sieht man nichts. Ja, man braucht so ein bisschen Pfeile. Was ist denn die? Eine ist noch hier. Hier, hinten im Gang. Oh oh. Ah, weg, 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 weg. Filtration tablets needed. Ah, die Smoothies heilen nicht lang. Das ist schwer geheilt, ne? Boah! Alter! Vor allem das Ärgerliche wird sein, in 5 Minuten sind die gleich gespawnt. Ich hoffe nicht. Dahinter sind, glaube ich, Spiderlinge gewesen. Ach, hier ist Spinnenweben. Mit Spiderlingen komm ich klar. Ja. So, jetzt brauche ich was zu essen. Spiderlinge. Ah, scheiße! Nein, Spinnnetz! Ich töte kann sie, ich hab ja, erst schon mal... wieder zu sterben. Boah. Ich bin mich auch schon fast tot. Diese Smoothies sind nicht so toll. Verbände sind besser, glaube ich. Boah, die haben es fast geschafft, uns noch zu ficken, ey. Hier ist ein Verbände, hier oben. Oh, oh, oh.
Ich habe ja noch genug. Ich habe noch 10 Smoothie-Dinger. Ich versuch's mit den Smoothie erstmal klar zu kommen. So viel dazu, die können nicht zum sind nicht so das Problem. So, hier steht analysieren und ich kann nichts analysieren. Sehr schön. Hier geht's quasi auch weiter. Nach unten, okay. Hier geht's nach rechts und weiter. Und da haben wir eine 5-8. Die 5-8 notiere ich mir mal fürs Kennwort. Das ist eine 5-8. Da links ist ein Stück Zettel. Hm. Oh ja. Tja, wir wollen mal weitergehen geradeaus. Papierschnipsel 5 steht da nur. Okay, hier steht, steckt fest. Die Tür geht schon mal nicht auf. Da, wo ich hinrenne, sind Pfeile. Okay. Das heißt, hier war eine Spinne. Da ist ein Roboter. Oh, Gott sei Dank. Puh. Den können wir auch erschießen. Wird wahrscheinlich nicht nett gesinnt sein. Ja, nicht nett. Ich hab fast meine... Deine Pfeile. Ich hab hier noch Kampfmusik, achso. Ich hab 100 Pfeile, der Rest müssten deine sein. Steckt fest. Ist ein bisschen Spiderling. Hm, da geht's hoch. Sieht aber voll gespinnt aus. Da ist noch so ein Burgelfiech. Ja, mit dem kommen wir ja klar. Hä? Kampfmusik. Burgel von hinten. Oh, da. Oh. Da hast du es gerade so gut gemeint. Hier ist irgendein... Was ist das? Achso, ein Plan. Wieder runter. Aber ganz runter, wir können auch weiter runter gehen. Hier links war noch ein Gang. Okay, machen wir erstmal das, was wir zu Fuß machen können. Genau. Und wird schon wieder dunkel. Ja, aber hier ist ja alles hell. Okay, hier könnte man rausgehen quasi. Ja, warte mal, hier ist... Steckt fest. Also ein Zettel ist da drin. Hm. Oh ja. Und hier kommt man rein. What do we have lurking around out here? Und hier kommt man zu einem Ast. Ach stimmt, ich habe kein Feuer. Ey, lass uns da noch. Brauchst du eine Fackel? Oder soll ich einfach vorlaufen? Du leuchtest einfach. Okay. Ich würde sagen, wir springen da jetzt mal runter, da geht's bestimmt weiter. Ups. Das war jetzt doof. Heinrich, was machst du? Wo bist du? Oh. Es ist dunkel. Du bist irgendwo da unten. Ja, ich bin runtergeplumpst. Scheiße, ich sehe das, ich sehe den Eingang, aber ich sehe hier den... Ich kann versuchen, dir eine Fackel runterzuwerfen. Nee. Ich glaube. Ich bin unten. Ich nehme jetzt mal die Seilrutsche, okay? Nee, warte mal. Ich, nicht, dass ich mich nochmal vertrete. Ach, bist schon. Ach, bist du. Ach, du bist. Ach, ich. Ich kann wieder zurücklaufen. Ich war falsch. Ich war falsch. Ich bin ein zu weit.
Ich hätte hoher laufen sollen, danke. Okay. Das habe ich nicht erkannt. Ich bin einfach ein Gang dazwischen gewesen. Dann springen wir hier runter. Oh mein Gott! I'm flying! Oh. Was ist nun los? I don't have a death wish! This is moderately terrifying! Da war ein Netz. So. Ein Ast war vor allem auch im Weg. Jo. Jetzt vielleicht, noch im Boden. Vielleicht waren das ja alle. Drei Zahlen? Nee, waren das gerade 19. Ja, und wir haben eine 5 und eine 19. Ja, bei Bankkonten war das meistens immer so nur vierstellig. Aber wir haben nur 3. Ja. Wir haben ein Stück zerrissenes Papier mit der Zahl drauf, da steht 19 und eins auf dem steht 5. Wie war denn das, wenn man springt, einfach das Ding da? Sind wir hier denn wirklich schon durch? Nee, ich glaube nicht, aber ich hoffe, dass wir da irgendwie wieder weiterkommen. Wo bist denn du hingesprungen? Aufs Spinnnetz. Ich dachte, man kann da vielleicht drüber gehen, aber nein. Klappt nicht. Ja, doch, links vielleicht. Oder, ja genau, hier bin ich runtergefallen. Da komm mal wieder hoch. So, jetzt sind wir wieder hier. Genau, hier ist diese Seilrutsche. Ja, genau. Ach stimmt, wir hatten ja noch woanders eine Seilrutsche gesehen, die wir nicht runter sind. Ja, oder hier, nicht nur hier hoch ging, war ja alles verspinnt. Die könnte man genau. Auch vielleicht Könnten lang. Wir auch gucken, das was zu hacken, ja. Aber das stinkt schon nach großen Spinnen. Ja, und da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Vom Dunkeln. Oh, ich muss was essen. Surprisingly not terrible. Na, vielleicht brauchst du gleich nichts mehr essen. Es geht auf jeden Fall hoch. Da oben ist eine Seilrutsche. Leuchte mal vor. Oh, Spiderling, hau drauf, ich leuchte. War bestimmt nicht der Einzige. Oh, guck dir das an. Loot. 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 Eichelbrocken. Oh, lecker, was zu essen. Kann man essen. Hm. Oh, ich hab... Aha. Saft ist auch, daraus können wir uns Verbände machen. Super. Das brauche ich noch für einen Verband. Moment. Fiber war das, glaube ich. Ja, Fiber. Pflanzenfaser. Moment, da muss ich erstmal was abwerfen. Oh, hier ein einzelner. Ich nehme ihn. Mach uns Verbände. Immer so ein paar Eichelbrocken. Aber wo willst du denn hier bauen? Also ich finde es toll, dass hier so Baumaterial ist, aber... Aber gut, man könnte Treppen bauen, ne? Hm. Also, ich habe jetzt 4 Verbände bekommen. Ja, schmeiß mir mal 2 raus, wäre ganz nett. Ich finde die Verbände besser als die Smoothie-Dinger. Hast du rausgeworfen? Nein, ich gucke gerade, wie ich die aufteilen kann. Ach so. Bitte, 2 fallen gelassen. Danke. Oh, ich muss was trinken. I mean, this is probably what bottled water is. Doch, dann. Ups, falsche Taste. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache übrigens. Oh. Wenn wir gerade nochmal Dings bekommen haben. Eine Spinne gehört. Achso, das war ein Spiderling irgendwie da in den Raum da drüben. Ja, da hätten wir wahrscheinlich zwischendurch absteigen können. Oh, ist kein Spiderling. War ein großer.
Kann man den von hier abschießen? Was macht das für einen Sinn, jetzt hier zu stehen? Nee, treffe ich nicht. Ja, wir hätten wahrscheinlich eher abspringen müssen, könnte ich mir vorstellen. Schitte. Wir sind ja über irgendwas rüber geflutscht und da hätte man wahrscheinlich abspringen können. Ja, direkt da, wo die Spinne ist, nämlich. Ja, meine ich ja, davon rede ich ja. Das wäre aber voll in die Hülle des Löwen gegangen. Vielleicht ist da eine Scheibe, deine Pfeile fallen runter, ne? Mhm. Wir kommen hier auch nicht wieder, Scheiße. Jetzt wieder runter? Ja, hier irgendwie, ne? Ja, von den kleinen Dingen auf den Ast und dann da ganz unten können wir ja wieder, sind wir ja fast da, wo ich vorhin runtergefallen bin. Können wir wieder hochlaufen. Tat's dolle weh? Gar nicht. Oder wenn dann so gering, dass ich es nicht festgestellt habe. Das ist gefährlich hier. Und jetzt wieder hoch. Was hier hoch? Ja. Dann links. Dann links. Oh, ich muss was trinken. Das letzte Trinken, was ich habe. Ja, ich habe auch nichts mehr. Ja, wir hatten vorhin immer so viel Safttüten gefunden. Dann dachte ich mir, brauchst du nichts zu trinken. So, okay. Da, wo die Leuchte ist, müssten wir... Abspringen. Mit Steuerung oder Alt? Steuerung. So, warte mal. Warum kriege ich jetzt die Kampfmucke? Habe ich auch. Ich rutsche jetzt einfach. Ja, mach mal. Gucken, ob das klappt. Oh, ja. Da ist auch eine Luke. Ja, da gehe ich jetzt erstmal nicht ich rein. Ich aber noch nicht direkt runter will. Da ist nämlich die Spinne. Vielleicht kann man die von hier oben ganz klug abschießen. Komm her. Ich habe das Gefühl, wenn wir da reinspringen, sind wir ganz schnell tot. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich gucke gerade nach Alternativen. Achso, der Weg ist jetzt zu. Oh, vielleicht könnte man... Ah, warte mal, vielleicht kriegt man sie ins Raum. Ja, einer lockt dich hier so hin und der andere schießt durch... Ja, ich lass die Tür... Wenn ich hier stehe, ist die Tür offen, oder? Nee, wir waren die Tür aufgegangen. War so drin. Nee, ich erwisch die nicht. Die ist auch flink, diese dumme Kuh. Ja, die zickt da gerade so rum. Ah, da ist ein Spider-Link im Zettel. Wisch ich den? Kann da gar nicht reinschießen. Nee, nur so ein ganz kleines Feld ist das, wo man tritt. So, super. Ja, jetzt hängt sie. Jetzt haben wir sie festgenagelt. Yeah. Tot den Spiderling. Ja, töten. Kriegst du es hin, oder? Ich habe Angst, wenn wir zusammen da runterspringen, dass... Dass wir uns gegenseitig hauen. Ja. Jetzt bist du weggelaufen, ne? Das heißt... Okay. So. Oh, hier ist noch einer. Na, die wird nicht. Genau. So, hab meine 100 Pfeile, sind alles deine. Okay. Da ist noch ein Verband für dich. Supplemental log, ominous practical technologies, totally. Go whatever, I'll sort it later. The important thing is, I have done it. Hier sind, kannst du noch die Müsli-Riegel nehmen? Ja. I have successfully shrunk a set of basic plastic polyhedral dice from the size of standard dice. Okay. Es gibt jetzt wieder zwei Richtungen, ne? Ja, gehen wir erstmal hier rum.
Gargoyle, make a note to come up with a better comparison. Noting. You did it, nonetheless. This is a complete exoneration. Vielleicht machen wir jetzt einen Weg frei, weißt du? Vielleicht war das eine blockierte Tür, die wir jetzt öffnen. Wirklich. Okay, einmal durchgeglitscht. Kommt man zurück. Ja. Ich habe jetzt überhaupt nicht diese Nachricht beachtet. Irgendwas mit Toys. Aber warte mal. Hier ist eine Analyse. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Ja, hier ist auch. Hier haben wir die drei Spinnen getötet. Das heißt, wir haben wirklich einen Weg freigemacht. Ja. Abkürzung. Ja, sind wir gerade hochgegangen? Da können wir hoch, glaube ich. Hä? Nee, nee, wir waren. Hä? Warte mal. Ich habe die Orientierung verloren. Und wo sind wir jetzt gekommen? Nicht von hier. Hä? Warte. Ah, doch, doch. Hier haben wir... Genau, hier ist die Luke. Wo bist du denn? Warte. Ich sehe dich nicht. Ach, da oben. Runter. Ah, da. Okay. Hier. Stimmt, hier ist noch eine andere Tür. Aber die sind wir lang gegangen, ne? Genau. Das ist eine der Türen gewesen, die blockiert war. Ja, genau. Die haben jetzt... Das heißt, wir gehen jetzt hier... Oh! Was denn? Wandtautropfen. Achso. So. Ja, die sind gerade Gold wert hier. Da ist noch einer. Einmal bitte kaputt hauen. Achso, hattest du den Schnipsel? Du meintest, da war irgendwie ein Zettel? Ja, ich habe ihn aber nicht drauf geachtet. Ich hab nicht drauf geachtet. Achso, das war das, was der gelabert hatte, ne? Nee, das war ein Tape-Disc. Warte, wo war denn hier ein Zettel? Dann den haben wir aufgehoben. Zurück. Da waren die Spinnen. Okay, gut. Aber wir müssen zurück. Dann sind wir jetzt wieder hier. Genau, wir müssen zurück, um... Dann haben wir wahrscheinlich das Passwort gefunden, ne? Ja, würde ich auch sagen. Warte mal, hier ist noch eine Seilrutsche, mit der wir nicht gerutscht sind. Oh, wer weiß, wo die hingeht. Oh, die Beere ist im Weg. Nicht rutschen, ich schieße die Beere ab. Und wie kommst du jetzt hierher? Don't look down. Ah. Don't look down. Natürlich praktisch. Ah, hier steht noch was. Ja, soll man Spider legen. Achtung. Jetzt haben wir's. Noch mehr Spider-Dinge. Komm mal, war einmal so rausgeschissen, die Schweinebacken. Also wir haben jetzt zwei Wege wieder, ne? Rechts und links. Ja. Aber ach ne, hier rechts ist Ende oder was? Ende Gelände. Ende Gelände? Warte, ich also kann mal gucken. Also könntest du auf den Baum klettern und einmal rumgehen wahrscheinlich. Ah, okay. Dann kommst du an den Anfang. Wäre eigentlich nicht fakt... Doch, klar. Ah, sonst gucken wir doch erstmal, wohin diese Tür hier führt. Ja. Weil vielleicht gucken wir da auch direkt. Ja. Weil wir haben jetzt zumindest das Passwort vollständig. Ist voll die lange Folge. Ja. Vielleicht sollten wir die nochmal unterteilen. Das war wieder bestimmt irgendwo, warte mal. Ja, aber warte, hier, hier waren wir schon. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Das war auch wieder eine Tür, die nur fest war, ja. Wir können wieder ganz zurücklaufen. Weiter geradeaus. Und hier nach links. Links, ja. Wir haben hier alles durch. Alter. Mal gucken, was passiert, wenn wir das Passwort eingeben. Ja, da geht wahrscheinlich dann die Tür da auf. Ja, die Tür ist jetzt... Ah, hier, warte mal. Hier ist ein Schalter. Ja, und hier ist eine Maske. Ist doch ein Item. Und noch ein Bugle-Chip, Hecke. Was ist das für ein... Oh, die habe ich noch gar nicht angeguckt, hier alles. Cool. Wollen wir ziehen? Warte, betrachten. Das mache ich mal anders. Ich ziehe. Finde Terminal, melde dich. Leite die Energie um. Okay, haben wir gemacht. Ah, vielleicht jetzt am Terminal? Ne, ich habe uns schon angemeldet, deswegen ist die Tür aufgegangen. Ne, die... Der, ach so, aber ich... Hä? Ich bin hier einfach reingegangen.
Ah. Als ich mich am Terminal angemeldet habe. Ja, über TS sprechen. Und scheinbar aber im Hexenlabor jetzt durch alles zu sein. Durch zu sein, ja. Ja. Gut, dann kann ich meinen letzten Schluck opfern. Nein, trinken. Trinken. Rechtsklick. Oh, warte mal ganz kurz. Ey! Warum kann ich jetzt nicht mehr trinken? Ja. Ach ja, ja, scheiße, das ist es. Dann esse ich jetzt was. So. Och. Worse than my mom's Brussels sprouts. Was ist mit Moms Brüsten? Rosen. Ach so. Ja, sind wir fertig. Wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Warte mal ganz kurz. Oh. 5555! I need some help! Ach ja, ich komme schon, Moment. Ich bin direkt unten bei Spinnen. Ja, und ich sehe gerade, ich habe meinen Fallschirm nicht. Ja, den habe ich gerade mich vertippt. Also du bist direkt bei ja, Spinnen. Ja, hier unten sind noch irgendwie eine Spinne ist in so ein Ding eingeklemmt. Und eine Spinne ist frei, ja. Hm. Und da ist ein Bonbon oder sowas. Ah, oh, scheiße. Ich bin ja direkt runter. Ja. Nein! Ich brauche Assistenz. Ciao. Wenigstens sind wir unten. Ich hab dich lieb. Kein Kommentar. Da fällt mir nichts mehr ein, außer wir beenden die Folge. Ja, aber ich will mein Zeug trotzdem noch. Oh, ey. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir ohne Rüstung da so rankommen. Das werde ich jetzt gleich erleben. Ja, dann müssen wir die Folge laufen lassen. Ich glaube, die müssen wir halbieren, die Folge. Also, wenn wir sie halbiert haben, dann habt ihr es mittlerweile schon längst mitbekommen, ja, weil ihr gerade die zweite Hälfte seht. Entschuldigung, ja. Das stimmt. Ja, komm, wir riskieren es jetzt. Aber wie gesagt, da waren zwei Spinnen. Kann sein, dass die eine jetzt gleich schlafen geht. Nee, ist ja Tag, ne? Gleich. Ja. Nur die Spider-Wichse, die schläft ja am Tag nicht oder andersrum. Die Wolfsspinne. Ja, die Wolfsspinne. Die Radnetzspinnen sind wach. Scheiß. Ich geh nochmal einen Saft trinken. Ah ja, alte Basis, ist immer praktisch. No water filtration tablets needed. Lecker, lecker Saft. Und Wasser. Mm. Schnauze, Weevil. Alter, haben wir alles geschafft, ne? Und dann krepieren wir. Weil du nicht richtig aufpasst und ich anders nicht runterkam. Ja. Ich sage, weil ich keine Fackel hatte und ich dann falsch gedrückt habe. Ich habe ja dieses komische Ding, diesen Fallschirm quasi ja, im Inventar gehabt. Und ich hatte den tatsächlich nicht mitgenommen, weil ich keinen Platz mehr dafür hatte. Was ist das denn hier, Weevil Party? Alter, hi! Könnt ihr in 5 Minuten nochmal so stehen bleiben? Wenn ich wiederkomme? Dann schlachte ich euch ab und das ist viermal Essen. Hast du noch so viel Platz zum Mitnehmen? Wenn ich gleich mein Zeug habe, nicht, nee. Viermal Yam. Ah, viermal Yam. Ja, viermal Yam. Yam, 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 yam. Ich sehe meinen anderen Rucksack da immer noch. Ich sehe wenn du den nicht vollkommen. Drei Rucksäcke sehe ich jetzt bei mir. So oft bin ich ja gar nicht gestorben. Ich bin zweimal gestorben, oder? Also ich sehe auch drei Rucksäcke, aber ich bin tatsächlich dreimal gestorben. Ja. Oh, lass mich doch mal Läuse, durch hier. Läuse, Weevil, nochmal zwei Läuse, die verspötten uns. Also die wissen ganz genau, dass wir jetzt hier gerade sie nicht töten können. Und deswegen, ach ja, jetzt sehe ich auch das, was wir eigentlich machen wollten. Ach ja, wir wollten ja zu Vogeltränke. Nachdem wir die Marienkäfer mal wieder nicht gefunden haben. Ja, wir kommen hier immer vom Weg ab, ey. Oh, oh. Ich dachte schon Baby. Oh, nee.
Nase und so. Nase und so. Ja. Komme ich da jetzt hoch? Oh. Dieses Ding nervt. Wie kommt man da hoch? Rechts. Hm? Du musst ein bisschen am Rand lang laufen. Oder? Nee, ich hab hier... Deswegen vielleicht weiter rechts. Ich bin jetzt hier am Ast. Am Ast, der Heinrich ist am Ast. Und, achso, ich muss höher. Am Ast, die Spinne. Hä? Hey? Komm ich denn da hoch? Verdammt. Du bist denn da hochgekommen? Ich bin am Rand lang gelaufen. Ach, du bist noch hinter mir. Okay. Ich bin einen kleinen Umweg gelaufen, damit ich hier hochkomme. Ah, da ist so eine fucking Steinmauer. Wie komme ich denn da nochmal hoch? Ich habe keinen Bock jetzt hier, nochmal ganz oben lang zu laufen. Haben wir jetzt auch kein Werkzeug oder so? Ach, das, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Was, vielleicht können wir uns schnell ein, zwei Treppen bauen. Was braucht man für ein Werkzeug? Brick, Kiesel und geflochtene Faser. Also Kiesel. Na, für eine Treppe brauchst du aber auch schon ach, wieder. Ja, scheiße Holz. Dingsbums, ja. Genau. Oh, warte mal. Hier ist doch. Ah, hier ist ja so eine Tür. Oh, Heinrich! Wo bist du? Heinrich, komm zu mir! Ist da nicht dieser Tunnel? Ja! Aber... Ah! Der geht jetzt auf, weil wir das Licht, die Energie ja, umgeleitet haben. Ja, weil wir die Energie haben. Umgeleitet haben. Das ist ja dufte. Das finde ich ja richtig dufte. Die Spinne, die meine Sachen bewacht, ist, die ist da tatsächlich schön festgebunden. Ja, das ist ja auch mein Rucksack da. Du bist ein paar Meter neben mir gestorben. That should keep me safe. Safer. So, dann lass uns nach Hause gehen, würde ich nee, sagen. Nee, ich muss noch mal ganz kurz zurück. Ich geh noch mal ganz kurz rein, weil ich jetzt Scheiße aufgehoben habe, kann ich die alle Scheiße mitnehmen. Okay. Da muss ich erstmal wieder... fallen lassen. Ich wollte noch ein bisschen was fallen lassen. Mitnehmen. Fallen lassen. Und ich muss gleich meine Rüstung reparieren. Bist du mir denn gerannt? Ich bin hinter dir. So. Ist ja schon sinnvoll, hier auch durch zurückzugehen. Und ich brauche was zu trinken. Ich überlege gerade, ja, ob hier noch irgendwas ist, aber. Man wird, ist da bestimmt nur ein Gang, wo man runtergeht hier, ne? Um da hinzukommen. Vielleicht da lang noch mal gucken, ob wir da zu Vogeltränke kommen. War die hier nicht irgendwie? Das könnte gut sein. Vielleicht ist das der Aufgang, den wir endlich... Ach, die Vogeltränke ist weiter links. Ah. Und auf einen Ast war ich ja schon mal, und zwar ist das der gewesen, ich glaube direkt über uns hier, der hier, mit den drei Bären. Genau an den bin ich gekommen, mit den ganzen Seilzügen. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen zu dem anderen Ast. Naja, lass uns nach Hause gehen, Heinrich. Ja, es ist ein langer Tag gewesen. Ja, außerdem habe ich noch ein, zwei Sachen, die man vielleicht analysieren kann. Oh, warte mal, war nicht an der Mauer hier irgendwo was zum... Science-Punkte? Ja, irgendwo so in der Lücke. Warte, ich guck mal von unten. Ich glaube, ich weiß, wo hier rechts. Hm. Ich spüre es schon, ich höre es schon. Ja, ich sehe es auch. Okay, ich würde dann schon mal Richtung Heimat hier ist dann laufen. Eine neue Ebene quasi, die wir jetzt erschlossen haben. Ja, ne? Ja, ah, da, ich sehe den Science-Punkt, ja.
Ja, genau darunter. Vielleicht sollten wir uns da mal das Gebiet auch angucken. Das war zu doof. Egal. Okay. Boah, Alter, was eine Aktion. Das war ein cooles Abenteuer. Ey. Auf jeden Fall. Davon mehr, Entwickler. Wenn ihr wieder ein Video von uns guckt, davon mehr. Unbedingt, das war sehr, sehr cool. Ja. Vor allem, weil wir eigentlich auch gar nicht so lange aufnehmen wollten. Nee, wir wollten nur eine Folge machen. Und jetzt sind machen. Wir nicht losgekommen. Ja, weil ihr wisst ja, wir müssen ja immer am Wochenende vorarbeiten. Ist halt alles so ein bisschen schwierig mit ein Zwerg. Oh nee, Marienkäferlarve, jetzt habe ich keinen Bock auf dich. Ich will ein adultes Tier haben. Und keinen... Achso, du hast Hunger, ne? Oder Durst? Durst. Achso. So, da ist zwar... Ich möchte auch noch in ein Labor, aber das Labor wird von Stinkkäfern bewacht. Nee, kein Stress mehr. Nee, aber auf dem Weg nach Hause müssten wir eigentlich an dem einen oder anderen Labor auch vorbeikommen. Hä? Wer will was von mir? Ich will von niemandem was. Lass mich in Ruhe. Ich gehe nach Hause. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Ja, Cartman. Leckt mich. Nach Hause. Mom, Schüssel. Ja, wir sind alt. Wir gucken South Park. Oder wir kennen South Park. Ach Gott, ich kann mich sogar noch dran erinnern, als South Park der Film ins Kino kam. Hm. Und ich war noch zu jung, um den im Kino zu sehen. Ey! Habe ich Platz was für zu essen? Glucki, glucki. Oh, hier ist ein Tropfen. Nee, nicht die Scheißmilbe mitnehmen. Mist, wo ist das Weevil-Ding hin? So. So, jetzt gucke ich doch mal langsam, wo... da ist ein Labor. Ah nee, das ist eine Pastillenpackung. Aber hier war irgendwie auch ein Labor in der Nähe. Da, ein bisschen nach links. Auf der Suche nach dem Labor. Da lang. Ich habe ja ein, zwei Sachen zum Erforschen gefunden und das will ich dann am besten gleich erledigen. Ja, ich sehe jetzt schon die Forschungsstation. Nice and clean. Ich finde es cool, dass unsere alte Basis noch steht. Ja. Bei Seven Days wäre die schon längst abgerockt gewesen von den Zombies. Ja. Verrottene Ameisenkeule. Ist die besser als die normale? Nein. Du hättest jetzt die Ameisenkeule wahrscheinlich gelernt, aber so haben wir wenigstens ein bisschen Science bekommen. Science. Was ist das? Science. Warte. Ich habe auch schon geguckt, wo dieser Steinhaufengipfel ist. Da könnte man nächstes Mal hingehen. Und dann könnte man sich eventuell mal wieder einen neuen Auftrag von Burgle holen. Oder Kämpferameise. Oh, ich bin reingekommen. Ja, geilo. Jetzt muss ich was wegschmeißen. Hier. Ich habe hier eine Kämpferameise vor mir. Hier, ich hau hier diese scheiß Pilze weg. Verfickt Mach euch. Das, Pilze braucht kein Mensch. Richtig, scheiß Pilze. Was ist noch eine Kämpferameise? Alter, was denn hier auch nochmal los? Es lebe Minze! Minze Power! Minze Power! Nee, ist Pilz. Und das Stück, was ich meinte, was wir nicht bekommen haben letztes Mal, das war noch da. Oh, home sweet home. Ja, es wird bei mir jetzt noch ein bisschen dauern, weil ich brauche ich baue die Minze ab. Das ist aber auch eine gute Idee. Wer weiß, ob wir wieder nächstes Mal hier reinkommen. Ja. Pilz, 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 Pilz. Minze voll. Ach ja, hier kommen Pusteblume fallen lassen. Brauche ich dich jetzt auch nicht mehr. Oh, mein Spinnenschulterpanzer ist kaputt. Ja, bei mir ist auch fast die ganze Ausrüstung im Arsch. Hm. So, ich glaube, jetzt habe ich die ganze Minze abgebaut. Mal gucken, ob sie nachwächst. Oh, nee, da ist noch ein Minzstück. 17 Minzstücke. Coolio. Haken dran, haben wir auch. War es Marienkäfer?
Nee, das war eine Fata Morgana. Also wenn du jetzt noch einen Marienkäfer getroffen hättest, dann wäre ich sofort losgerannt. Nee, es war eine Ameise oder sowas. Ich hab eine Fata Morgana gesehen. Das wäre es jetzt echt gewesen, weißt du? Wir die ganze Zeit suchen einen verfickten Marienkäfer. Und jetzt finden wir den, das wäre es echt. Ach, man kann nicht mehr als einen Weevil, doch zwei habe ich dabei, okay. Oh, ich bin bei unserer Falle, ich bin gleich zu Hause. Ich mache gleich ein bisschen Superrüstungskleber. Juhu! Mir fällt gerade auf, wir beenden gar nicht die Folge. Upsi. Scheiße. Ja, egal. Oh, Arschlochkäfer. Ach, weißt du was? Nein. Den nehme ich noch mit. Einfach nur, weil du ein Arschloch bist. Rüstungskleber. Los, Ameisen. Super Rüstungskleber. Super Rüstungskleber. Der ist super. Ich finde, Bombardierkäfer klingt zu doof. Arschlochkäfer passt einfach besser. Oh, ey, für die Ameisendinger brauche ich nur einen normalen Rüstungskleber. Richtig. Wofür braucht man denn Superkleber? Für die Rüstungsstufe 2. Die habe ich ja nicht. Zum Beispiel den Spinnenschuppenpanzer. Nicht weglaufen, ich komme gleich wieder. Ich werde nur mal ein bisschen Essen wegbringen. Was brauche ich denn für den normalen Rüstungskleber, sag mal? Ich habe doch noch hier, was ist Milbenpilz, das? Milbenpelz, Saft und geflochtene Fasern. Dörrfleisch. Ah, warte mal, das ist auch nochmal. Zack, und dann kann ich das Weevil, frische Weevil-Fleisch da dranhängen. Wieso kann ich das nicht aufhängen? Doch. Hammer. Dann habe ich jetzt Platz und kann mir die Teile vom Rüsselkäfer da holen. Nee, Bombardier, Arschlochkäfer. 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 Und hoffentlich war auch ein Arschlochkäfer-Kopf dabei. Nein. Weil es ein Arschloch ist, war es nicht dabei. Ich komme in die ganzen Pfeile nicht ran. Doch. Ein Pfeil ist... Nee, ab alle. Nee, da ist noch einer. Im Stein. Verkackter Drecksstein. Ja, hast du meinen Pfeil gefressen? Mein Pfeil war so stark, der hat sich in den Stein gebohrt. So. Jetzt können wir, glaube ich, aber langsam mal wirklich beenden. Sicher? Ja, ich glaube so langsam doch. Ja, ja. Warte, ich gucke nochmal ganz sicher, dass hier auch kein Arschlochkäfer mehr ist. Arschlochkäfer? 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 Oh, ich kann wieder 8 Grashalme heben. Oh, ist das toll! 8 Stück! Diep, bidi, bidi! Diep, bidi, bidi! Arschlochkäfer? Arschlochkäfer. Wir wissen es langsam. Ja, Heinrich ist müde. Ja, Mathilde auch. Arschlochkäfer. Ui! Oh, hat aua wehgetan. Oh, ich bin auf dem Dach. Ah, ich auch, ich auch. Da beenden wir jetzt die Folge. Auf dem Dach. Ui! Schick. Da oben bauen wir ein Pavillon oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht dann noch... Oder eine Treppe hier runter. So ein Whirlpool oder sowas. Oh ja, wir bauen von da eine Treppe hier runter und hier bauen wir einen Whirlpool. Oder hier machen wir uns einfach so eine Terrasse, wo wir uns nochmal Bärensessel aufstellen und einen Stuhl. Ein Sonnenstuhl, so, also Tisch. Können wir hier schön. Und Sonnen. Ja. Also diese kleine Basis müsste eigentlich auffallen, oder? Die müsste ganz schön auffallen. Also wenn man als Erwachsener hier langläuft, müsste man das auf jeden Fall sehen. Gerade wenn man das noch beleuchtet, nett. Ich muss auch wirklich sagen, was ich in dem Spiel liebe, ist auch, man kann eigentlich voll so gefühlt weit gucken, ne? Okay, ja. Hinten wird es zwar ein bisschen unscharf. Ja, das finde ich aber auch okay, aber man sieht zum Beispiel die Hecke, wo wir heute waren. Man sieht wunderbar den Baum, da den Schuppen mit dem Gartenteich hier. Oh.
Zum Schuppen kommt man bestimmt dann auch noch mal gut hin. Na, du musst erstmal doch auf die eine Ebene, Steinebene, kommen wir ja, oder? Sind wir gekommen? Ich glaube, da wo die Bank ist, ne? Also da, wo dieser Sitz ist, ist ja gesperrt gewesen letztes Mal, als genau. Ich das letzte Mal da war. Genau. Das ist bestimmt noch ein Gebiet, was dann halt irgendwann erschlossen wird bei der Bank. Ja. Aber da, glaube ich, dieser Steinhaufen, der vor der Bank ist, ich glaube, das ist dieser Steinhaufen-Gipfel. Das kann sein. Weißt du, was richtig geil wäre? Ich glaube nicht, dass sie das machen. Aber, dass die vielleicht irgendwann, man hat ja auf der Map auch das Gebäude, ne? Wenn du nach unten guckst, dass man irgendwann ins Haus kommt. Das wäre auch cool. Wenn da oben, wo die Schüssel ist, so, ne? Ach, mir reicht auch schon das EG und dann gegen, keine Ahnung, Katzen oder Mäuse kämpfen muss oder so. Also, oder Kakerlaken. Ja, Kakerlaken, alles, was da so zu Hause rumleucht und kräuft und so. Bettwanzen. Also, liebe Entwickler, wenn ihr uns zuguckt, ja. Ihr kriegt gerade ganz viele Ideen. Genau. Ach, die haben sie wahrscheinlich schon selbst. Wahrscheinlich. So, das war jetzt so... Jetzt ist Ende, jetzt reicht's, jetzt machen wir Strich hier. Jetzt ist Ende Gelände. Genau. Ne, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da und ein Bier. Und ach, da hinten sehe ich doch noch unser Kunstwerk. Müssen wir nochmal irgendwie besser machen. Ach so, machen. Ja, unser Markenname. Unser Logo. Unser Logo, ja. Unser Picasso-Logo. Es wurde ja schon gesagt, dass das kein... verdammt, was war es nochmal? Rembrandt? Keine Ahnung. Hui! Ey. Hm? Ich gehe einfach hier runter. Ja, ich lock mich auf jeden Fall auf dem Stein wieder aus. Nicht, dass ich doch mal wieder durch den Boden falle. Ja, wir beenden jetzt die Folge. So, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Süß.